Hallo, ich bin's wieder, Lara. Schön, dass du mir ins zweite Basic-Video zum Thema Vielecke gefolgt bist. Wir beschäftigen uns jetzt mit dem regelmäßigen Sechseck und seinem Flächeninhalt. Wenn du jetzt denkst, ach, das habe ich doch schon im Basic 1 gelernt, dann lass dich mal überraschen. Halte das Video immer an, wenn du das blaue Pausenzeichen siehst. Sobald du dir ein Blatt Papier und einen Stift hergerichtet hast, kann es losgehen. Aus dem Basic 1 weißt du sicherlich, dass jedes regelmäßige Vieleck durch die Strecken vom Mittelpunkt zu den Eckpunkten in gleich große, gleichschenkelige Dreiecke unterteilt wird. Skizziere auf deinem Zettel ein regelmäßiges Sechseck, das sogenannte Hexagon, und schau mal, ob die Unterteilung hier auch so funktioniert. Wenn deine Skizze halbwegs genau ist, solltest du sechs gleich große, gleichschenkelige Dreiecke sehen können. Schau dir diese Dreiecke nochmal ganz genau an. Entdeckst du etwas? Notiere deine Entdeckung. Das Hexagon ist ein Spezialfall, denn die sechs Dreiecke sind sogar gleichseitig. Das heißt, der Radius des Umkreises entspricht der Länge der Schenkel und auch die Basis ist gleich lang. Daher gibt es hier eine spezielle Flächeninhaltsformel, die wir uns jetzt Schritt für Schritt zusammen herleiten werden. Los geht's! Den Flächeninhalt eines Dreiecks erhältst du, indem du die Basis mit ihrer Höhe multiplizierst und dann durch 2 dividierst. Das ist die allgemeine Flächeninhaltsformel, die immer angewendet werden kann. Diese haben wir auch schon im vorigen Video beim Fünfeck verwendet. Daran kannst du dich sicher erinnern. Beim gleichseitigen Dreieck ist die Basis gleich lang wie die beiden Schenkel. Wir können sie daher a nennen und ihre Höhe h auf a. Dadurch ergibt sich folgende Formel für die Fläche eines gleichseitigen Dreiecks. Mit dieser Formel arbeiten wir nun weiter. Teilst du das gleichseitige Dreieck entlang der Höhe auf a, entstehen 2 rechtwinkelige Dreiecke. Betrachten wir eines davon, so fällt dir hoffentlich sofort der pythagoreische Lehrsatz ein. In dem verlinkten Video kannst du ihn nochmal wiederholen, falls du dich nicht mehr genau an den Satz erinnerst. Wie er uns jetzt weiterhilft, das sehen wir uns genauer an. Die Katheten des blau eingefärbten Dreiecks sind a halbe und ha und die Hypotenuse ist a. Somit kannst du mit dem Satz des Pythagoras die Gleichung ha zum Quadrat plus a halbe zum Quadrat ist gleich a zum Quadrat notieren. Nun bringst du a halbe zum Quadrat auf die rechte Seite. Im nächsten Schritt ziehst du auf beiden Seiten die Wurzel. Nun kannst du die rechte Seite weiter vereinfachen, denn a halbe zum Quadrat ist a Quadrat Viertel. Und wenn du jetzt noch unter der Wurzel auf denselben Nenner bringst, kannst du die beiden Brüche subtrahieren und erhältst für ha die Wurzel aus 3a Quadrat Viertel. Jetzt musst du nur mehr partiell Wurzel ziehen, also Wurzel aus 3, das bleibt, und Wurzel aus a Quadrat Viertel ist a halbe. Somit bekommst du die gelb eingefärbte Gleichung. Du kannst jetzt ha berechnen, wenn du die Seite a gegeben hast. Setzt du das noch in die Formel zur Flächenberechnung eines gleichseitigen Dreiecks ein, erhältst du folgendes. Der Flächeninhalt ergibt sich aus a mal ha halbe, also a halbe mal die Wurzel aus 3 mal a halbe. Die beiden a's und die beiden Zweier kannst du multiplizieren und erhältst dadurch a Quadrat mal Wurzel 3 Viertel. Somit kannst du die Fläche mit dieser Formel berechnen, ganz ohne die Höhe ha zu kennen. Cool, oder? Wie uns das bei der Flächenberechnung eines regelmäßigen Sechsecks weiterhilft, das kannst du dir sicher schon denken. Hier siehst du nochmal ein regelmäßiges Sechseck und die gerade eben erarbeitete Flächeninhaltsformel für ein gleichseitiges Dreieck. Du hast nun die Aufgabe, eine Formel zur Berechnung der Fläche des lila Hexagons mit Seitenlänge a aufzustellen. Notiere sie auf deinem Zettel und lass das Video weiterlaufen, wenn du fertig bist.
Schauen wir mal, wie du diese Aufgabe gemeistert hast. Das Hexagon besteht aus sechs gleichseitigen Dreiecken. Das heißt, die Fläche eines solchen Dreiecks mit 6 multiplizieren. Das ist dann 6 mal a Quadrat mal die Wurzel aus 3 Viertel. Fällt dir etwas auf? Kannst du die Formel möglicherweise noch weiter vereinfachen? Genau, du könntest noch 6 und 4 durch 2 kürzen. Somit kann man den Flächeninhalt eines regelmäßigen Sechsecks auch folgendermaßen berechnen. Dieses Wissen kannst du jetzt gleich an einem Beispiel anwenden. Berechne selbstständig den Flächeninhalt eines regelmäßigen Sechsecks mit der gegebenen Seitenlänge a. Runde dabei auf eine Nachkommastelle. Überprüfe dein Ergebnis mit der eingeblendeten Lösung. Hast du richtig gerechnet? Weiter üben kannst du im Mastery-Video. Dort erwarten dich ein Quiz und einige Sachaufgaben. Bis gleich!